Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und in diesem Video möchte ich mal mit euch meine Vermutungen bzw. meine Wunschliste an Flug- und Wassersauriern, die ich mir für das Spiel erhoffe, gemeinsam durchgehen. Ich denke übrigens, dass es so sein wird, dass wir zu Release des Spiels höchstens 2 bis 3 Flugsaurier und 2 bis 3 Wassersaurier bekommen werden. Kann mir aber auch vorstellen, dass dann später durch DLCs auch noch weitere schwimmende und fliegende Kreaturen in das Spiel kommen werden. Wir kommen jetzt aber als allererstes mal zu den Flugsauriern. Diese kann man übrigens in einem Aviarium, also einer großen Glaskuppel, im Park halten. Dieses Aviarium kann man auch von der Größe selber variieren und auch von innen selber gestalten mit Bäumen, Felsen, Wasser und so weiter. In diesem Aviarium können die Flugsaurier auch frei umherfliegen und fliegen nicht wie in Jurassic World Evolution 1 immer eine Schleife. Also da war es ja so, man hat die freigelassen und dann sind die wirklich immer von dem einen Punkt zum nächsten geflogen, dann wieder zum nächsten, dann wieder zum nächsten und dann wieder zum Anfangspunkt und immer so weiter. Jetzt ist es wirklich so, dass die Flugsaurier wirklich frei umherfliegen können und dann auch landen können, wo sie wollen und abheben können und hinfliegen können. Innerhalb dieses Aviariums logischerweise, wo sie dann möchten. Und der erste und einzige Flugsaurier, der bestätigt ist und zu 100% im Spiel sein wird, ist natürlich der Pteranodon. Diesen haben wir ja schon in Jurassic World Evolution 1 gesehen und auch in etlichen Jurassic World und Parkfilmen. Wir haben sogar schon einen kurzen Videoclip, wo wir den Pteranodon im Aviarium umherfliegen sehen. Leider ist die Qualität von dem Clip nicht ganz so gut. Aber trotzdem kann man da, denke ich, schon ganz gut den Unterschied zu Jurassic World Evolution 1 erkennen. Es ist übrigens auch bei Flugsauriern so, dass man diese gemeinsam zeitgleich ausbrüten kann und man die dann auch gleichzeitig freilassen kann. Da gibt es dann auch neue Animationen, die sehr cool aussehen sollen, wie die gemeinsam in das Aviarium hineinfliegen und das erste Mal ihr neues Gehege erkunden. Außerdem können die natürlich auch aus dem Aviarium ausbüchsen und dann für Chaos im Park sorgen. Ob die dann Gäste angreifen können oder nicht, wurde leider noch nicht verraten. Das werden wir dann hoffentlich später noch erfahren. Man kann sie dann aber auch wieder einfangen und zurück ins Aviarium bringen. Bei JWE1 war es ja so, dass wenn sie einmal ausgebüxt sind, dann konnte man die leider nie wieder kriegen. Dann sind die weggeflogen und waren für immer verschwunden. Der nächste auf meiner Liste ist der Dimorphodon. Diesen habe ich mir schon sehr, sehr lange für JWE1 gewünscht und ich hoffe, dass wir ihn jetzt in Jurassic World Evolution 2 endlich im Spiel bekommen werden. Verdient hätte er seinen Platz alle Male, denn er hatte eigentlich relativ viele Szenen im Film Jurassic World 1 und auch in 2 war er ganz kurz zu sehen. Allerdings war das nur eine kurze Wiederholung von den Ereignissen, was bei Jurassic World 1 passiert ist. Aber trotzdem finde ich, dass ein Flugsaurier, der in beiden Filmen zu sehen war, auch definitiv einen Platz im Spiel verdient hat. Und ich finde den Dimorphodon auch wirklich ziemlich cool und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn dann im Spiel haben werden, ist schon sehr, sehr hoch. Weitere Infos oder Bild- und Videomaterial gibt es leider noch keines zum Dimorphodon, denn ihr müsst ja bedenken, der ist noch nicht bestätigt fürs Spiel, aber wie gesagt, ich denke, wenn wir einen weiteren Flugsaurier bekommen, dann wird es der Dimorphodon sein. Und mein dritter Favorit unter den Flugsauriern ist der Quetzalcoatlus. Diesen habe ich erst vor kurzem auf die Liste gepackt und der ist ganz weit nach oben gerutscht, weil man den ganz kurz in dem Teaser von Jurassic World Dominion, also dem dritten Jurassic World Film, gesehen hat. Und das Spiel spielt ja auch nach den Ereignissen von Jurassic World Fallen Kingdom, genauso wie der Film Dominion. Deshalb könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir auch Kreaturen, die wir im Film Dominion sehen, dann auch in Jurassic World Evolution 2 zu Gesicht bekommen werden. Und genau das ist auch der Grund, warum der Quetzalcoatlus bei mir bei den Vermutungen auf Platz 3 gerutscht ist. Auch zu diesem gibt es natürlich keine weiteren Infos, aber der ist natürlich auch noch ein ganzes Stück größer als der Pteranodon. Aber wenn man sich so das Bildmaterial anguckt, sollte der locker in dieses riesige Aviarium passen. Und das waren auch schon meine 3 Flugsaurier, die ich mir für JWE 2 erhoffe bzw. vermute. Und jetzt kommen wir mal zu den Wassersauriern.
Zu denen gibt es übrigens noch keinerlei Info, wie man die dann in seinem Park unterbringt oder in was für Becken die schwimmen werden und wie man diese Becken bauen kann. Also da haben wir noch keinerlei Hinweise oder Bildmaterial bekommen, leider. Aber es gibt schon einen Wassersaurier, der bestätigt ist und zu 100% im Spiel sein wird. Und welcher sollte es anders sein als der Mosasaurus? Der spielt ja wirklich auch eine Schlüsselrolle im Film und auch im Camp Kreidezeit. Und jeder hat ihn sich für Jurassic World Evolution 1 gewünscht. Wir haben ihn dann auch irgendwann durch Mods zahlreich bekommen, also mehrere Mods von dem Mosasaurus, weil er einfach so beliebt ist bei den Fans. Und ich bin wirklich froh, dass wir ihn jetzt endlich original im Spiel JWE 2 bekommen werden. Es gibt leider zu diesem auch noch keinerlei Infos oder Bild- und Videomaterial, lediglich diesen kurzen Ausschnitt, wie er am Ende des Trailers von JWE 2 einmal kurz durchs Bild schwimmt. Ich freue mich aber sehr auf den Mosasaurus und sobald es neue Infos zu dem gibt, werde ich euch natürlich auf meinem YouTube-Kanal auf dem Laufenden halten. Und der zweite Wassersaurier auf meiner Liste ist der Plesiosaurus. Durch diesen ist der Mythos Nessie entstanden. Ein super interessanter Jäger in der Tiefe. Und wenn wir den im Spiel bekommen sollten, wäre der wirklich super interessant zu beobachten und ich glaube auch eine richtig coole Attraktion für die Gäste. Die Chancen dafür stehen, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, weil viele Leute vermuten, dass der im Film Jurassic World Dominion vorkommen soll. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die Kreaturen, die in Dominion vorkommen, da ist die Chance auch sehr, sehr hoch, dass wir die in Jurassic World Evolution 2 dann zu Gesicht bekommen. Ich würde ihn mir auf jeden Fall sehr für das Spiel wünschen, allerdings ist das eine reine Vermutung und ja, ich habe leider kein Bild, Videomaterial oder weitere Infos. Deswegen kommen wir jetzt auch direkt zum dritten und letzten Wassersaurier für heute und das ist der Ichthyosaurus. Eine delfinartige Urzeitkreatur, welche sich nochmal sehr, sehr stark von Form und Animation dann vom Mosa und Plesiosaurus unterscheiden würde. Dieser ist tatsächlich eine reine Vermutung, also ich habe da keinerlei Anhaltspunkt oder sowas, aber das ist einfach ein Wunsch von mir, dass der dann auch im Spiel sein wird, weil der sich dann auch nochmal so stark von den anderen zwei Wassersauriern unterscheiden würde. Und ich finde, der würde halt eine perfekte Ergänzung zu diesen beiden im Spiel dann bilden. Aber wie gesagt, das ist eine reine Vermutung und Wunschdenken. Die Wahrscheinlichkeit, dass der dann wirklich im Spiel sein wird, ist leider sehr, sehr gering. Aber Leute, das waren meine drei Flug- und Wassersaurier, die ich für Jurassic World Evolution 2 vermute, beziehungsweise mir für das Spiel wünsche. Ihr könnt jetzt ja mal eure persönliche Liste unten in die Kommentare schreiben. Und falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich auch über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.